Hallihallo und guten Tag. Meine Lieben, endlich habe ich die Zeit gefunden, wieder einen neuen Max 5 zu machen und das ist er, ein Ordner. Ich habe euch vor einiger Zeit erzählt, ich habe meine Mama hier und sie ist auch immer noch da. Und wir haben eine ganz tolle Idee gemeinschaftlich gehabt. Wir haben hier gesessen, ich habe mittlerweile einiges an Stempelsets und wir wollten ein Projekt machen und haben eine bestimmte Sache gesucht aus einem Stempelset, also nicht ein spezielles Stempelset, sondern wir haben etwas in der Vorstellung gehabt. Ich habe gesagt, okay, ich weiß, ich habe sowas, aber ich weiß nicht wo. Und dann hat sie gesagt, weißt du was, das ist total doof. Können wir nicht mal irgendwie eine Übersicht machen? Ich sage, ja, wenn du genügend Zeit hast, kein Problem. Das wäre natürlich toll, Kategorien anzulegen, wie Geburtstag, Danke, Grüße, allgemeine Grüße, Beileid, was haben wir denn noch, Party und all sowas. Und dann jeden einzelnen Stempel, den man so hat, in diese Kategorie zu stempeln und eine Nummer zuzuweisen. Sagt sie, okay, gibt es noch eine einfachere Möglichkeit? Ich sage, ja. Dabei ist mir dann eingefallen, sowas könnte man noch machen. Was wir gemacht haben, wir haben die Stempelhülle, diese hier, das ist jetzt eine andere, aber ist egal, diese hier einfach hier rausgenommen, die kann man hier super easy rausnehmen, indem man hier einfach reingreift und wartet, so, hier ist eine Plastikhülle drum und dann kann man die hier rausnehmen. Die haben wir rausgenommen, haben die auf den Kopierer gelegt, bei 120% hochkopiert, dann hat das diese Größe hier. Wir haben jedem Stempel, ich habe vorher meine Stempelsets so ein bisschen sortiert nach Kategorien, wie ich das gerne hätte. Nicht zu 100%, aber so, wie ich das gerne mag. Und dann haben wir die durchnummeriert. Die Nummer habe ich hier oben raufgeschrieben. Das ist durchnummeriert von 1 bis, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Stempelsets habe ich überhaupt. Das sind alte. Kann das sein? Ja, 91. Oh je, 91 Stempelsets. Und da sind nicht alle drin, weil die ganzen alten und Celebration und so habe ich gar nicht kopiert. Egal. Also es sind einige. Wir haben die durchnummeriert. Und dann habe ich gesagt, okay, auf jedes Stempelset kommt dann einfach eine Nummer drauf. Da habe ich die Stanze einen halben Inch genommen. Das passt nämlich genau auf diese Stempelset-Hülle. Hab dann Gluder drauf gemacht, hab vorher die Nummer raufgeschrieben und draufgeklebt. Die kann man dann auch super wieder abnehmen, wenn man das Set nicht mehr haben möchte, weitergeben möchte, verschenken möchte oder natürlich auch verkaufen möchte. Jetzt habe ich gesagt, okay, dann habe ich alle Nummern, aber was jetzt perfekt wäre, wenn ich wüsste, dass es zu dem Stempelset ein passendes Framelit gibt oder Thinlit gibt oder eine passende Stanze gibt. Gut, haben wir gesagt, das können wir so machen oder ich kann das so machen, ich kenne die Stempelsets und habe hier einfach ein Kürzel hingeschrieben, FL für Framelit, beziehungsweise eigentlich hätte ich TL auch noch schreiben müssen für Thinlit. Ich habe mich jetzt mal auf Framelits beschränkt und das habe ich in blau gemacht. Und jetzt muss ich mal eben gucken, ob ich irgendwo auf die Schnelle ein... Hier. Und in Orange habe ich darauf geschrieben, Stanze und welche Stanze dazu passt. Gut, das war eigentlich nur blau-orange, das war die Idee dahinter. Und dann sagte, meine Mutter nicht, mir fiel dann ein, perfekt wäre jetzt natürlich, wenn wir unterschiedliche Farbpunkte nehmen. Weißer Farbpunkt mit der entsprechenden Nummer für ganz normales Stempelset, orangener Punkt mit der Nummer, wenn es eine Stanze gibt und blauer Punkt mit der Nummer, wenn es ein Framelit gibt. So habe ich meine gesamten Stempelsets, beziehungsweise nicht ich, meine Mama hat das gemacht. Der war, naja, nicht wirklich langweilig, aber sie wollte mir helfen und das finde ich auch total toll und da bin ich sehr dankbar drum. Was die mir schon alles geholfen hat, das hätte ich im Leben nicht alles geschafft. Meine Mama ist dann beigegangen, ich habe die Punkte gestempelt, gestanzt,
Sie hat die Nummern draufgeschrieben, hat das hiermit verglichen und hat die ganzen Punkte da drauf geklebt. Wenn ich jetzt auf mein Stempelregal gucke, sind da ganz viele Nummern und Punkte drauf und ich weiß sofort, ah, da gehört ein passendes Framelit zu, da eine passende Stanze und da habe ich nichts weiter, was dazugehört. Das hat uns zusammen ungefähr einen Nachmittag gekostet. Ich kann euch sagen, das lohnt sich, weil wenn ich jetzt was suche, dann kann ich in aller Ruhe durchblättern und sehe dann, also das hier ist schon so ein bisschen nach Kategorien geordnet. Ihr seht das, hier sind Alphabete und Zahlen. Ich weiß nicht, warum ich das hier jetzt gerade nach vorne genommen habe, was ich mir gedacht habe, ich keine Ahnung. Dann kommen Hintergründe. Dann kommen die großen Hintergrundstempel. Dann habe ich weitergemacht mit Sprüchen, kleine und große, also Stempelsets, wo sehr viele Sprüche drin sind. Hier zu den malerischen Grüßen gab es keine Hülle, weil das gehört ja in ein Kartenset mit rein. Da haben wir einfach, weil es Fotopolymer ist, das kopiert. Besser als nichts, man hat so eine Idee, was ist das ungefähr. Das haben wir aber auch nur bei diesem Set gemacht. Und so habe ich das alles hier durch. Und wenn ich jetzt was suche, brauche ich nicht an mein Regal gehen und jedes einzelne Stempelset in die Hand nehmen. Das dauert ja ewig. Oder womöglich, wie ich das vorher gemacht habe, mit diesen kleinen Dingern hier am Rücken, mit zusammengekniffenen Augen irgendwie geguckt, was ist denn da drin. Sondern ich kann in aller Ruhe durchblättern und ich habe das dadurch, dass ich es auf 120% hochkopiert habe, habe ich es etwas größer und nicht so mini klein. Jetzt stimmen zwar die Proportionen nicht mehr, aber wenn ich einen vernünftigen Spruch oder einen passenden Spruch gefunden habe, kann ich mir den einfach raussuchen, das Stempelset. Ich weiß ja, ich muss das mal eben etwas rüberlegen. Ich weiß ja die Nummer. Das heißt, ich weiß auch ungefähr, wo in meinem Regal das steht, weil es ist ja komplett durchnummeriert. Das war eine Heidenarbeit, aber auf lange Gesicht gesehen lohnt sich das extrem und man kann das einfach komplettieren, wenn neue Stempelsets kommen. Am 1. September kommt ja der Herbst-Winterkatalog. Da werden hier einige Stempelsets und Framelets Einzug finden. Und das hänge ich einfach hinten ran und die werden wieder neu durchnummeriert oder bekommen die nächstfolgenden Nummern. Und so kann ich immer fröhlich weitermachen. Das ist natürlich total super. Wenn hier Sets rausgehen, dann habe ich halt irgendwann die Nummer 1 nicht mehr. Macht ja nichts. Ich muss ja nicht bei 1 anfangen. Also ich finde das total klasse. Das ist relativ schnell gemacht. Man hat eine gute Übersicht und ich hoffe sehr, dass euch der Tipp ein bisschen hilft. Der eine oder andere übernimmt es vielleicht. Es ist nur semi-professionell, aber sehr hilfreich. Okay, das ist mein heutiger Max 5 für euch. Und beim nächsten Mal zeige ich euch, wie ich das schon versprochen hatte in einem Video, die Aufbewahrungstasche oder die Aufbewahrungsmöglichkeit, die ich gefunden habe für die Framelits, die ich habe, weil es sind einige. Und ich habe etwas Übersichtliches gesucht, möglichst mit Magnetplatten und ich bin fündig geworden. Und das stelle ich euch beim nächsten Mal vor. Okay, bis dahin also. Ciao, ciao.